beweise das dritte Gesetz von Kepler, indem du die Laufbahnen der Planeten als Kreislinien modellierst. Hier solch ein Modell. Wir wissen, dass die Zentripetalkraft gleich zur Gravitationskraft ist. In dieser Gleichheit setzen wir diese Formel der Zentripetalkraft ein und diese Formel der Gravitationskraft. Das führt dann so zu dieser Gleichheit, Gleichheit, die wir sofort kürzen können durch die Masse des Planeten. Somit erhalten wir, dass Omega Quadrat gleich zu diesem Bruch ist. Wir wissen aber auch, dass Omega, die Winkelgeschwindigkeit, gleich ist zu 2 Pi geteilt durch die Periode. Also können wir hier Omega durch 2 Pi auf Groß T ersetzen und finden somit diese Gleichheit, die wir noch so umschreiben können. Was haben wir erhalten? Das Quadrat der Revolutionsperiode des Planeten geteilt durch den Würfel des Abstandes zwischen Sonne und dem Planeten ist gleich zu diesem Bruch. Aber weder Pi noch Groß G noch die Masse der Sonne hängen von dem Planeten ab, den man gerade beobachtet. Also haben wir so bewiesen, dass dieser Bruch für egal welchen Planeten unseres Sonnensystems immer gleich zu dieser Zahl ist. Was also bedeutet, dass dieser Bruch für alle Planeten gleich ist. Und somit haben wir das dritte Gesetz von Kepler in diesem vereinfachten Modell bewiesen.